Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir die Wüste erkundet, haben mit viel Geschick und Mut geschafft, bis zum Wüstenklass zu schaffen. Da mussten wir feststellen, dass wir als Erwachsener zu groß sind und da nicht reinpassen. Und deswegen sind wir jetzt als Kind hier hingegangen. Und dann haben wir von der netten Naburu erfahren, dass hier irgendwo Krafthandschuhe drin sind, die sie haben will, damit sie die Pläne von Ganondorf vereisen will. Jetzt ist mir das Wort endlich wieder eingefallen. Okay, also gehen wir jetzt mal durch das enge Löchlein und lassen uns offenbaren, was sich dahinter befindet. Nix. Okay. Ich habe schon Fledermäuse-Gevatter gehört. Also vorsichtig sein. Oh, ich kann mir meine Steinschleuder wieder ausrüsten. Wundererbsen kann ich auch gerade nicht so toll gebrauchen im Tempel. Okay, dann. So, hier, das rüsten wir aus, das rüsten wir aus und das rüsten wir aus. Ah ne, statt Bumerang-Bomben. Für spät, für dieses Dichter. Los, lass mich anvisieren. Und tschüss. Yeah. Okay, jetzt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah. Okay. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Yeah. Das ist ja einigermaßen okay. Okay. Eine Fledermaus ist zwar hier noch irgendwie da, die ich nicht erkennen kann. Alter. Alter. Komm her. Meine Güte, da hatte ich. Da sieht der ziemlich viel Mist. Okay. Waren es jetzt alle? Jo. Somit öffnen sich alle Türchen. Wenn man sich um was hier so abgeht. Ups, ich kenne ihn noch nicht als Kind. Oh Moment, ich kann mein Dings verwenden. Mein. Nein, ich verstehe das. Mach nochmal. Na, gefällt dir nicht so, ne? Schmeckt. Nee, gefällt dir nicht so, ne? Na? Gib's langsam auf. Ups. Lass mich kurz in Ruhe. Wow, muss ich reinfallen. Los, mach einen Doppelangriff. Tschüss. Ach ja. So, den will ich auch noch irgendwie loswerden. Okay, hier brauche ich meinen Bumerang. Brauche ich eh so gleich. Anvisieren. Moment, dann. Wunderprächtig. Okay, jetzt hier irgendwie. Wie ging das nochmal? Wenn es nicht gerade für mich ein Spezialtrick. Ich habe keinen Plan. Da habe ich doch keine Lust, ihn anzuvisieren. Okay, dann mache ich den Spezialtrick. Nein! Wer lädt jetzt wieder? Dann werde ich. Ich verkacke irgendwie alles. Blöd. Los. Ups. Okay. Eine gute Dummes. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups, kann das klappen? Nee, das ist ein bisschen zu. Ganz in die Ecke dann. Ja, das sieht gut aus. Ja. Eigentlich soll man es mit dem Bumerang machen, hat man ja gesehen, aber man kann es einfach so, dass man sich so in der Ecke stellt, dass man mit der Schleuder ihn treffen kann. Den schönen Stein. Wow. Da bin ich ein bisschen erschrocken gerade. Okay, zu Rubinen sage ich nie nein. Okay, hier ein kleines Rätsel. Hier können wir noch gar nicht. Können wir die anvisieren? Aua. Hier. Der Feuerfuchs, Anubis. Dieser Gegner ist besonders anfällig für Feuer. No. Aua. Alter, was geht denn gerade ab?
Gerade passiert, geht alles schief. Alter, verpiss dich doch. Ey, ich bring dich gleich um, wenn du so weitermachst. Willst du das? Nee, ne? Moment, so, jetzt einfach hier die Flamme anmachen. Man könnte es einfach mit dem Dienstfeuerentfernung platt machen, aber das ist cooler. Okay, jetzt hätte ich gerne Herzen. Habe ich schon wieder auch nicht Schaden einstecken müssen mit meiner Logikkeit. Okay, vorsichtig. Jetzt ganz langsam, ganz vorsichtig. Ja, das sieht ja ganz gut. Keine Herzen. Das können wir das Spiel nicht. Achte auf die Kreaturen, die an der Decke hängen. Machen wir doch. Okay, mal schön Kreis laufen. Oh, jetzt hat er aufgehört. Diese scheiß Fledermäuse immer, ne? Ich hasse Fledermäuse. Okay, hier wieder dieses Rubin-Aufsammel-Ding da. Diese Fledermäuse. So, Wiedersehen. 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 Scheiße. Friss! Hm. Ah, so, ich hab's. Okay. Gut, dass du hier nicht an mich rankommst, ne? Hoffe ich zumindest. Hier ist auch ein ganz einfacher Trick, wenn man an diese Flamme, wenn man hier mit der, hier diese Fackel anmachen kann. Man kann einfach die Flamme in den Eingangsbereich nehmen und dann durch die Tür gehen, hat man schon die Flamme angemacht. Bevor man überhaupt hier drin war. Kann man sich den Bereich, glaube ich, sogar komplett ersparen. Ja, das kann man sogar. Na klar, das Gute, das trifft mich direkt durch die Wand. Ich glaub's auch, Spiel. Alter, diese scheiß Fledermäuse. Ach man, ich vergesse die ganze Zeit. Geht doch. Okay, dann muss ich halt so die Skulptur als Hof catchen. Ja, Volltreffer. Na, los, das war ein Treffer, ne? Gut. Und tschüss. Und her mit dir. Ich will jetzt dich haben. Los, gib her. Link. Geht doch. Okay, jetzt hier die Fackel einfach anzünden. Und mitnehmen. Um die zwei Fackeln anzumachen. Ich mach dich an. Okay. Oh Gott. Ich bin so mega schlecht. Ey, wenn ich jetzt alles nochmal von vorne machen muss. Aber es sieht gut aus. Ich muss mir die ganzen Viecher nochmal sehen. Ach, mir doch egal. So, kleine Schüssel. So viel dazu, dass man auf den Bereich verzichten kann, ne? Okay, jetzt wo wir den Schlüssel haben, können wir uns hier reinbegeben. Weil wir jetzt hier den passenden Schlüssel dazu haben. Wie spät ist es denn immer wieder? Okay, acht Minuten. Okay. So, hier. Herzen. Na, danke schön. Na, danke schön. Herzen, verdammt. Hätte ich jetzt wirklich sehr gerne. Hier. Das ist ein Bumerang. Link. Geht doch. Bitte noch ein. So, ja, Herzen, 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 Herzen. Herzen. Okay, Munition ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt sind so die Skulptur da oben. Die wir uns vielleicht auch mal schnappen. Wie gesagt, immer alles Skulptur gleich sammeln. Damit wir auf keinen Fall hier nochmal hin müssen. Na komm mal her, gleich mal die Munition wieder verballern. Okay, das sieht toll aus. Okay, was geht denn hier so ab? Ich höre noch ein Viech. Du bist das Viech, ne? Vielleicht sagst du. Okay, das können wir anvisieren. Hier wird zum ersten und zum einzigen Mal die... Also, weiß ich das noch? Weiß es noch. Will cool sein. Will cool sein. Ich bin nicht cool.
Okay, Auge der Wahrheit, muss ran. Mal gucken, wo ist es denn? Wo ist sie denn? Ich könnte schwören, dass hier irgendwo eine Truhe war. Leck mich! Dann rüste ich doch wieder meine Lego-Stäbe aus. Meine Güte, ich immer. Der hat Angst, den Ding. Geht doch. Nochmal. Und tschüss. Okay. Das irritiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Hier, komm. Steinschleuder ist eh so fast alle. Bin mir sogar recht sicher, dass hier noch irgendwo eine Truhe war. Alter! So, wir müssen anders mal kämpfen. Meine Güte. Das ist ja eh so ein Überweichei. Okay, dann muss ich erstmal die. Ach, natürlich. Erstmal muss ich natürlich den Kristall aktivieren. Damit wir hier eine Truhe bekommen. Okay, aber die Vermutung war gar nicht mal so falsch. Hier war die Truhe. Hier sind zwar nur Wundererbsen und Kalmin drin. Aber ich will halt alle Truhen auch in den Tempeln haben. Und hier müssen wir den zum ersten und einzigen Mal einsetzen. Oh, Zink. Hier sind zum ersten und einzigen Mal Zink notwendig. So, anvisieren. Und weg damit. Und somit wird diese Sonne erleuchtet. Irgendwie kommen durch. Okay, das war ein Faker, glaube ich. Oder? Nö, irgendwie doch nicht. Und wenn den kann man einen unterschieben, passiert irgendwas ganz Tolles. Und zwar aktiviert der Schalter. Moment, erstmal hier unten. Hier gibt es noch was ganz Cooles, was wir natürlich auch nicht auslassen wollen. Du, 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 du. Sehr. Und zwar. Na? Aber Überraschung, Überraschung. Das kann das wohl sein, ne? Es ist die Karte natürlich. Sehr praktisch. So, wie kann man hier nochmal rein? Das ist ganz interessant, ganz praktisch. Hey, Herzen wäre ganz cool. Okay, da habe ich noch keine Faker. Keine Krug-Faker, ey. Weil du bist ein Krug-Faker gewesen. Na, diese Faker, ey. Kann ich echt nicht ausstehen. Hier ist sonst nichts mehr. Herzen! Ich habe große Schmerzen, ich hätte gerne Herzen. Naja, wird mir nicht vergönnt. Also weiter nach oben. Hier kommen wir nicht rüber, weil wir keinen Enterhaken haben als Kind. Hier kommen wir auch noch nicht rüber. Hier brauchen wir den vorgeschlagenen Polka. War hier was? Hier war so. Okay, dann war mir falsch. Oh, dieser Raum. Ich erinnere mich an Böses. Den konnte ich nicht so leiden. War ein bisschen zu langwierig für meinen Geschmack. Was sagt denn Zeit? Ja, vielleicht schaffen wir den Raum sogar noch mit viel Glück. Mit sehr viel Glück. Ach ja, Bomben kann ich auch noch ganz gut brauchen. Die nehme ich auch gleich mal mit. Bombis! Okay, aber erstmal hier die ganzen großen Rubine aufsammeln. Upsala. Und hier ist der nächste. Der nächste. Okay, hätte ja was werden können. Okay, hier, komm. Wir müssen kurz einen Prozess hier machen. Und Hepsasa. Die nächste. Dann werden wir hier die ganzen Gegner umbringen. Stirb! Stirb! Vielen Dank. So gefallen sie mir am besten, wenn sie sterben. Hier. Die Kern kann ich ganz gut gebrauchen. Vielen Dank. Und der Desobin. Und so passiert was? Was passiert denn jetzt nochmal? Ach ja. Hier offenbart sich uns eine Flamme, die uns dann ermöglicht, die ganze Fackel anzuzünden. Worum wir uns auch gleich mal kümmern werden. Aber erstmal werden wir die ganzen Kisten
dahin schieben. Also hier, die Sonnenkiste müssen wir zum Licht bringen. Weil das müssen wir machen. Ich habe vergessen für was. Vielleicht fällt mir noch ein. Ich weiß es nicht mehr so genau. So, weg damit mit dem ganzen Quatsch hier. Musik passt auch so super zum Thema, muss ich echt sagen. Das Spiel hat da auch eine sehr große Stärke. Das Spiel ist halt wirklich eben die musikalischen Untermalungen. Passt eben perfekt zur Atmosphäre an, was gerade abgeht. Also, habe ich ja schon mal beim Waldtempel gesagt. Hier, mystische Musik, geheimnisvoll. Es passt einfach nichts Besseres als das da. Zu diesem Tempel. So, was ist hier das nochmal? Ah. Und wozu weiß ich das Fackel anzünden? Ach, erstmal hier den Gegner wegburnen. Burns, burns, burns. The Ring of Fire. Okay. Dann mal ab geht's, ne? Drückt mir die Daumen. Mal sehen. Keine. Ist ja am besten keine Dinger zu übersehen. Wäre sogar sehr gut. Wäre sogar ausgezeichnet gut. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine übersehen. Ja, scheint fast so. Gott sei Dank. Hab noch alle gefunden. So, wo ist jetzt die Truhe? Würde ich gerne wissen. Da oben. Mal sehen, was sich hier befindet. Vielleicht war es sogar notwendig, das zu machen. Link, mach keinen Quatsch. Und was ist es? Ein Schlüssel. Ah, Schlüssel. Okay, 16. Entschuldige immer die kurzen 2-Sekunden Unterbrechungen, aber ich muss mal schön gucken, was ich zuletzt hatte, mich für eines Betula, wo ich meinen Bungerang brauche. Jetzt habe ich ja die Bomben für das verwendet, was ich gebraucht habe. Na? Komm zu Papa! Du bist besser bei mir aufgehoben. Glaub mir. Wow, Link ist echt ein Stuntman. Hier war noch irgendeine Truhe, glaube ich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade eigentlich meinen Dings anwenden. Okay, machen wir die angezündeten Fackeln. Dann zünden wir ihm die angezündeten Fackeln an, ne? Ja, so. Er war hier aber, glaube ich, auch nicht. Nee. Oh mein Gott. Ein sehr gefährlicher Gegner. Vor allem für die Leute, die einen 3-Herz-Run machen. Wenn ihr einen 3-Herz-Run macht, auf jeden Fall auf die Hut, auf der Hut nehmen, weil ein Schlag, 3 Herzen, naja, kann man sich ja schon denken. Kannst du was dazu sagen? Okay, ich hab sie ja sogar schon ausgerüstet. Wie vorbereitet ich bin. Uah! Okay, jetzt ganz vorsichtig, immer schön sein. Erstmal hier, was sagst du denn dazu, Navi? Der Eisenprinz, nimm dich vor seiner schweren 18-8. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Los, greif doch an. Bam. Bam. Au. Okay, Herzen wäre ganz cool. Herzen. Wow, ganz ruhig, Alter. Wow, ganz ruhig. Wow. Oh. Bam. Au, das war ein bisschen unvorhersehbar. Ins Leere. Bam. Ja, fang mich doch. Daneben. Tja. Und tschüss. Ja. Wenn man sehr defensiv vorgeht, ist das eigentlich auch kein Problem. Man muss halt sehr vorsichtig sein. Kann man die sollen zerstören? Ich weiß es nicht mehr. Also hier geht's mit Bomben. Muss man checken. Wäre für mich auch was Neues. Mal gucken. Und? Nö. Nur seine Monster-Axt kann das durchdringen. Okay. Im nächsten Part gucken wir, was dann sich hinter dieser Tür befindet. Was uns erwartet und sonst was. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Aber ich würde sagen, das war es auch langsam hier mit dem Kinderabschnitt. Ja. Nachdem. Wir werden natürlich als Erwachsene nochmal alles erkunden, weil hier diese große Kiste. Da muss ja noch irgendwas sein. Kann ja nicht einfach so zum Spaß da sein. Aber naja. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part jetzt herausfinden. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.